Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Ist das die DAX-Analyse für Freitag, den 30. Juni 2023, damit den letzten Handelstag im Juni. Und es sieht ein bisschen aus, wie als unser Hammer kaputt hier. Funktioniert nicht, er will nicht. Aber wir müssen das sagen, wie wir es gestern schon gesagt haben. Es ist halt auch erstmal kein Verkaufssignal, wenn er nur nicht richtig nach oben rausknallt. Ne, weil er fällt auch nicht. Er steigt zwar nicht, aber fällt eben auch nicht. Und er hatte die neuen Tiefs sogar alle verteidigt, die hier gekommen sind. Wir hatten sogar gesagt, dass er zum Donnerstag auch runter dürfte, ne? Bis 900, 885 haben wir gesagt. Dort auf eine grüne Stundenkerze achten, dann hoch bis 131 oder erst 131. Ja, da war Fehlanzeige. Ne? Also der ist übers Hoch nicht drüber gekommen, unter die Tiefs aber auch nicht weg. Klassischer, könnte man fast sagen, Inside Day, ne? Also einfacher Range-Tag. Für den Donnerstag nicht ganz so unüblich. Also Donnerstage laufen ja oft einfach zur Seite, die springen so hin und her. Es ist aber von der Volatilität für den Donnerstag schon fast ein bisschen ungewöhnlich. Und das könnte sich gegebenenfalls jetzt auch zum Freitag entladen. Da sollte man vorsichtig sein. Gerade wenn der jetzt hier über die 16.000 rausschiebt. Also wie gesagt, der hätte schon Platz halt. Ne? 16.100, 16.130, das ist drin. Hier haben wir noch ein offenes Gap. Also das sind schon noch Anlaufstationen da. Und wenn es bloß hier die Trendlinie von unten ist, die liegt bei etwa 16.140. Na, irgendwie sowas das könnte alles anspielen, aber man muss über die 16.000, er muss da oben rauskommen. Und wenn ich das jetzt hier so sehe, tut sich's auf 16.10 auch ganz schön kleines, also hier zieht sich einiges zusammen, ne? Muss man aufpassen, dass es kein Fehlaufbruch wird, ne? Also wenn er so einen Freitag oben Fehlausbruch macht, 16.10 und danach neue Tiefs drunter schiebt, dann könnte das ein bisschen finster werden, weil dann schließt der tief und dann geht der Mittwoch nochmal unten raus und dann ist das vielleicht hier bloß eine Zwischenwelle gewesen von dem und dann kommt hier noch was und dann wird es wirklich finster, aber so weit ist es noch nicht. Und ich würde im Zweifel hier erstmal für den Angeklagten sagen, oben raus hatte die Chancen. Ich würde auch oberhalb von 16.000 Long suchen, ganz klar. Heißt jetzt nicht, dass ich bei 16.100 Long gehe, ne? Ich muss es immer mal wieder dazu sagen. Für den Fall sind neue Leute dabei. Das ist immer so, dass die erste Interpretation, die neue Leute haben, die das erstmalig hören, ne? Wenn wir sagen, oberhalb von 16.000 würde ich Long gehen, dann hauen die bei 16.001 sofort den Long rein und wundern sich, warum das nicht klappt. Das bedeutet einfach, wenn der Markt oberhalb von 16.000 notiert, suche ich nach Long-Signalen. Ja, das heißt, ich gucke mir dort Pattern an. Und das ist dann egal, ob das bei 16.40 passiert, ob bei 16.100, ob das bei 16.70 passiert. Da, wo dann die Long-Signale oder die Kaufsignale auftreten, da werden die dann gehandelt. Na, kleine charttechnische Formation, Fortsetzungsmuster, kleine Rückläufe, die wieder aufdrehen. Sowas suche ich mir dann oben von 16.000. Aber ich gehe jetzt nicht bei 16.1 Long halt. Ne? Das wird immer mal gerne falsch verstanden. Ja, und wir haben noch weiterhin hier auf der 15.900, 15.885 doch den Support. Also, wenn er vielleicht einen kleinen tiefen Start machen möchte, in die 8.85, 900 rein, wäre vollkommen okay. Anschließend raufdrehen, hier hochdrücken. Das wäre für den Freitag definitiv passend. Ja, würde auch gut ins Bild reinpassen. Wäre fast mein favorisiertes Szenario. Nee, ist es auch. Nee, das ist es auch. Nicht fast. Streichen fast. Das ist mein favorisiertes Szenario. Kriegt es sich aber nicht auf 8,85 gedreht, heißt es ein bisschen Obacht. Insbesondere wenn wir dann hier unten drunter wieder abkippen. Denn wir haben das im Ohr, was ich gerade gezeigt habe. Hier Gegenbewegung, dann wieder unten rausstrecken. Da müssen wir wirklich ein bisschen zoomen dann hier, um dann die Ziele erheben zu können. Weil das geht dann schon eher in die Richtung. Ja, wenn er jetzt hier anfängt, zum Freitag einen langen Lutz unten rauszuziehen, dann kommen Montag neue Tiefs hier unten und dann, also dann kriegen wir hier wirklich eine lange Bahn Richtung 15.200 runtergeschraubt. Ne? Also das wird dann sowas werden. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass es sich da jetzt nicht verrammelt. Deswegen wäre ich unterhalb von 15.885 etwas kritisch. Also dort würde ich wirklich nur Long suchen, wenn da grüne Stundenkerzen kommen. Also wenn wirklich eine starke Umkehr zu sehen ist, und da würde ich mich sonst nicht in den Weg stellen. Ja, das wäre mir einfach noch ein bisschen zu hakelig, zu heiß. Ja, so wie der hier die ganze Woche da angestaubt kam nach unten, schon ein paar Punkte auch zurückgelegt, würde ich nicht unterhalb von 8,85 Long suchen. Nicht ohne ein schönes Umkehrsignal. Ne? Ja, das war's dann eigentlich soweit auch schon. Gibt's noch irgendwas? Nö. Oben haben wir besprochen, unten haben wir besprochen. Ja, nö. Können wir zumachen. Wünsche euch schönes Wochenende. Ah, Seminar. Ne? Kommt.
Einer schreibt immer, fragt immer, ich glaube Blindfisch, ne? Schreibt immer, tut mir leid, ich habe das tatsächlich, ich verspreche es dir, ich mache für die Analyse am Montag, setze ich es mit rein. Muss mal gucken, hier war noch irgendeine Hochzeit, das wollte ich mit der Frau noch abklären, dass ich dann nicht das falsche Wochenende angebe. Kläre ich bis Sonntag und dann setzt man einen Termin fest, Ende September. Ja, mach mal Online-Seminar, also kann jeder von zu Hause dann zugucken. Ist dadurch natürlich auch günstiger. Wir sparen uns die ganzen Kosten im Hotel und Co. und das ganze Rumgeschleppe und Rumgefahre. Ist für den einen oder anderen ja auch attraktiver. Der eine oder andere sagt, nee, würde lieber persönlich, aber manch einer sagt sich auch, ach, von zu Hause ist auch gut, dann gibt es halt die Aufzeichnung dazu, dann kannst du hinterher nochmal gucken, wenn du was nicht mitgekriegt hast. Hat halt auch seine Vorteile, ne? Persönliche Kontakte ist zwar auch schön, aber so hat es auch seine Vorteile. Ja, gut, Freunde. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und dann hören wir uns am Sonntag fürs Video zum Montag wieder. Bis dahin, viel Erfolg zum Freitag. Tschüss.